Hallo und willkommen zurück zu Far Cry Primal. Heute geht es wieder in den Süden und heute gibt es im Süden nichts Neues, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, aber wir jagen einen Schneeblutwolf. Und wenn wir den haben, ja, dann geht es hier aber richtig rund. Und zwar werden wir dann alle Tiere im gesamten Spiel gezähmt haben. Ja, das ist ja ziemlich, ziemlich geil. Das Tiere zähmen, das Tiere jagen, macht immer wieder Spaß in Far Cry. Na gut, das Zähmen gibt es erst seit jetzt, seit diesem Teil. Aber die Jagd hat mir auch schon immer Spaß gemacht. So, und wir sind hier tatsächlich noch in Isila-Territorium. Ah, und da klaut mir die Bestie den Kill. Und hier haben wir Südsteinstaub. Noch ein bisschen was davon einsammeln und wir können uns das letzte Dorf-Upgrade leisten. Dafür brauchen wir aber noch einen Beißfisch. Einen letzten. Ja, und ein letztes Fünkchen Staub. Okay, die Spur teilt sich. Komm mal her, Kleiner, du brauchst was zu essen. Unbedingt. Have a break. Was macht das Tier denn? Der ist manchmal schon ein bisschen blöd, oder? Aber klar, er kann kein Wasser überqueren, aber... Dann teleportier dich doch. Du kannst das doch. Ich glaube an dich. Wir sind hier doch bei The Next Uri Geller. Du kannst das. Ach, Moment, ich brauche blaue Pflanzen noch. Ja, unter Wasser ist echt der beste Spot, um so mal ganz kurz zu checken, wie es mit den Pflanzen aussieht. Oh Mann, hier wird's echt nebelig gerade. Und da haben wir noch ein bisschen Südsteinstaub. Perfekt. Damit haben wir alles geschafft. Und es geht weiter auf die Jagd. Moment. Wohin genau? Das ist die Frage. Hey, kommt mal her, Wölfe. Hier muss irgendwo noch ein Hinweis sein. Sag mal, haben die nicht genug? Oh, das ist der Weißwolf. Nee, das ist nicht der Weißwolf. Auch das war nicht der Weißwolf. Schneewolf. Stimmt, der heißt ja Schneewolf. So, wir müssen immer weiter hier rüber. Ja, komm, die Isila, die können mich mal. Die können gar nichts. Das haben wir gesehen. Sogar die schweren Isilas waren schwach. Beziehungsweise die sehr schweren Isilas, die konnten nix. Alle. Oh, hier ist er ja. Flieht ja die ganze Zeit. Oh Mann, den sieht man hier auch kaum. Das ist ja schlimm hier. Ja, ich hätte mir die Jagd irgendwie ein bisschen eleganter vorgestellt. Bei den anderen war es ja ein bisschen... Das war's? Den kann ich auch nur häuten? Wie bitte? Ach, das ist ein ganz normaler Weißwolf gewesen. Oder? Wie bitte? Was? Och, komm. Nein. Ich dachte gerade, ich sah auf den Xbox-Controller. Hab die falsche X-Taste gedrückt.
Okay, der Wolf ist weg. Das heißt, wir haben ihn hier so ein bisschen angeknuspert. Ach, zwei weitere. Es gibt drei? Oh, Mann, die Schlange schon wieder. Und ich laufe in die falsche Richtung. Perfekt. Ich dachte, die greifen einen nur an, wenn man sie selbst angreift. Und die Bestie hat wieder einen Kill gemacht. Ja, sehr gut. Moment, was haben wir hier denn? Ach, eine Falle. Was war das denn jetzt schon wieder? Das ist so ein komischer Hund gewesen. So ein Rothund. Töte den Anführer. Ich kenne da fast schon wieder eine subtilere Methode. Ja, komm, komm. Huch. Plötzlich brennt er ja. So, komm, wir brauchen uns nicht mehr um die zu kümmern. Die haben schon genug abbekommen. Ja, wir laufen sogar schneller als die meisten Tiere hier. Digway-Lager. Also, wenn man es Englisch ausspricht. Ich glaube nicht, dass sie damals Englisch gesprochen haben. Aha. Snaiwasar Sushalain Bagwai. Hasar Wada. Walshanti. Das kam ja schnell mit dem Winja-Ereignis abgeschlossen. Kam ja schon richtig schnell. So, ey, Winja-Ereignis abgeschlossen. Vor 2 Monaten, aber die Rechnung ist erst jetzt fällig. So. Überall eine Falle aufbauen und jetzt jagen wir das Ding. Komm her, Kleiner. Wo ist er? Die Wölfe kommen. Ich freue mich drauf. Lässt sich aber auch Zeit, ne? Der mobilisiert einfach nur alle Wölfe und geht dann weg. Kommt man da irgendwie hoch oder so? Es wird schwer, ne? Ja, oder auch nicht. Ja, ich habe kaum noch Hartholz. Oh, 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 oh. Wir haben den in der Falle, glaube ich. So, komm her, du Schneeblutwolf. Das ist eine gute Beleidigung, ich weiß. Du Schneeblutwolf. Ja, ja, ja. Achso, hier gab es einen Durchgang. Jawohl. Der letzte. The Lone Survivor. Der letzte Schneeblutwolf. Okay, auf geht's. Unterwegs noch ein bisschen Holz einsammeln. Ach, halt doch die Klappe, Mann. Ich habe kein Problem mehr mit euch. Aber ihr seid einfach so primitiv und destruktiv. Das ist unglaublich. So. Yeah.
Ach Mann, hier komme ich nicht durch. Wohin müssen wir genau? Okay, Berg wieder runter. Für etwaige weitere Fallen brauchen wir noch hier ein bisschen was. So, das ist kein Lager, schade. Geile Musik. Ach, was haben wir hier denn? Supimas Nagwasar, Sushalain Chasara, Krawadas Pushpushra. Das hat Detektiv Colin gut bemerkt. Also, Detektiv Colin on the way. Ach, schön. Hier haben wir nochmal so ein paar Stacheln, die wir sehr gut einsetzen könnten. Ich mag Bienen. Also im Spiel. Oh, wir haben aber sau viele Bienenschwärme. Das wusste ich gar nicht. Dass wir da echt so viele haben. Bertholz, Hartholz. So, wo müssen wir hier hin? Ich laufe mal hier drumherum. Oh, ein Großelch hat er erledigt. Ich glaube, der nutzt so ein bisschen die falsche Wortwahl. Ich glaube nicht, dass der Elch den weggelockt hat, sondern dass der Elch so ein bisschen Pech hatte. Oh, was haben wir hier denn? Grab der Zähne. Ey, mein Tier sprintet hier durch, ne? Jetzt habe ich nicht verstanden und nicht gelesen, was er gesagt hat. Ah, da ist der letzte. Kann ich die nicht alle mit dem Köder anlocken? Gucci, 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 kommt her. Ja, komm her, feines Essen gibt's hier. Hier gibt's lecker Hummer. Yo! Okay, okay, okay. Lass ihn hier herkommen. Pfui, komm her. Na, okay, die Falle hat zugeschnappt. Ich frag mich, ob so, wie ich's wollte. Ey, was macht das Tier denn? Säbelzahntiger, hol ihn dir. Was willst du denn überhaupt? Oh oh. Nein! Ach komm, da wurde ich gerade noch so erwischt. Ah, es ist ärgerlich. Ja, ich muss mir unbedingt ein schnelleres oder besseres schnell heilen aktivieren. Ich meine, wir haben genug Grünblatt, wir haben genug von allem. So, und du, mein Lieber, brauchst was zu essen? Komm her. Uhara. 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 Beste Sprache EU-West. So, und der ist immer noch da. So, hier vielleicht eine weitere Falle aufstellen. Komm her. Wolfie, komm rüber. Moment, gerade hier ist vielleicht
das hier gar nicht so blöd. Boom. Gott, das ist echt gemein eigentlich. Oh nein. Komm. Kann ich dich nicht runterstoßen? Okay, das macht er von selbst. Wow. Und jetzt beginnt das Zähmen. Schneeblutwolf gezähmt. Krasse Sache. Und da ich so ein bisschen über den Survival-Modus beim letzten Mal schon gesprochen habe, ich glaube, das war das letzte Mal, nochmal ganz, ganz kurz eine Information übrigens zu... Also zum selbigen Thema nochmal. Moment. Noch weniger Schaden machen wir. Noch eine Information. Es ist allgemein so... Moment, wir beginnen hier oben. Sollte es nicht eigentlich ganz in den Süden irgendwann mal gegangen haben sein machen? Okay, whatever. Wir könnten hier den nächsten Außenposten in Angriff nehmen. Und währenddessen holen wir uns Beißfische. Im Survival-Modus ist es allgemein so, ihr müsst auch dann die Tiere ein bisschen runterhauen, was das Leben betrifft, damit ihr sie zähmen könnt. Ich glaube auf die Hälfte. Und dann geht es erst. Also hier ist es ja schon stark vereinfacht. Und ja, das ist dann auch wieder so eine zusätzliche Herausforderung. Kann man machen. Was hat denn der Wolf eigentlich für Fähigkeiten? Deckt 140 Schritt des Geländes um dich herum im Kartenmenü auf und knurrt, um vor Dingens zu warnen. Ja gut, das brauchen wir aber nicht unbedingt, dass er da knurrt. Das hören wir vor allem nicht. So. Halt die Klappe. Ich kann hier nicht werfen. Wer hat dir denn Werfen beigebracht, Mann? Da ist ein Krokodil wieder am Rumchillen. Wir brauchen seltenen Beißfisch. Seltenes Nordgelbblatt. Okay, schön und gut. Wir brauchen Beißfisch. Also, einen seltenen Beißfisch. Whatever. Wir gehen erstmal zum Außenposten. Danach können wir uns immer noch um die Jagd kümmern. Und wir haben im Dorf noch drei weitere Gespräche zu führen. Mit Urki tatsächlich. Mit Roshani hieß er, glaube ich. Okay, dass da alles aufgedeckt wird in der Karte, auf der Karte, ist jetzt schon cool. Mit Roshani können wir reden. Und darüber hinaus noch mit Da. Die haben uns alle was zu sagen. Hier ganz kurz mal. Ich hoffe, dass es nicht zu sehr so den Flow aus dem Spiel rausnimmt. Und jetzt können wir sogar mit Jaima reden. Ah, okay, jetzt haben wir ihre Questreihe aufgelöst. Alle Tiere zu jagen. Ah, okay, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, okay, cool. Sie wird uns dann sagen, ich bin stolz auf dich, du machst gute Arbeit. Und ich schmeiß hier wieder einen Stein. Unfassbar. Oh Mann, es sind echt viele hier. Na gut, ein, zwei Tobsuchtbomben und wir haben's.
Wir sorgen hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen für Ärger. Ach kommt, ich warte einfach auf die Eule. Wir warten nochmal auf die Eule und dann werfen wir einfach nur die ganzen Tobsuchtbomben ab. Das wird lustig. Jetzt versammeln die sich alle an einem Spot. Und dann haben wir's. Das wird super lustig. Hätte ich jetzt nochmal so einen schwarzen Leoparden, dann könnte ich den hier losschicken. Nee, schwarzen Jaguar, stimmt. Ich müsste mir mal echt mal den Unterschied zwischen Panther, Leopard, Jaguar und Co. durchlesen. Okay, die sind jetzt alle schön entspannt. Da hinten sind 4, 5 Leute. Ja gut, jetzt trennen sich alle wieder. Vielleicht könnte man Köder auswerfen, damit alle auf denselben Spot gehen. So, und die Eule ist jetzt wieder da. So, und die Tobsuchtbombe haben wir auf X. Das heißt, wir sorgen für Chaos. Oh Mann, wie gemein das ist. Das ist wirklich gemein. Bam. Oh, ich finde die Idee einfach so gut und so integrant. Das ist... Das ist wirklich die geilste Waffe, finde ich, im gesamten Far Cry-Universum bisher. Die hätte es sowas von gerne auch in Far Cry 3 und 4 schon geben können. Da haben es echt einige Leute verdient, so gekillt zu werden. Von ihrer eigenen Armee. Hohoho, schaut mal, ey. Boah. Der hat's nicht geschafft. Uah. Krass. Ey, da sieht man mal, was 1, 2, 3 oder vielleicht 4 Bomben mit einer ganzen Siedlung anstellen können. So, den Löwen, den lassen wir mal nicht raus. Und ich glaube, wir sind unentdeckt geblieben. Was? Ach komm. Das war auch echt auf letzter Rille. So, wer bläst jetzt ins Horn? Niemand eigentlich. Jawohl. Kommt her. Noch 2 Typen hier. Ach, hier konnte ich meinen Speer anzünden. Okay. Brauchen wir nicht. Und das war's. Jetzt dürften wir auch alle Außenposten erobert haben, oder? Jawohl. 15 von 15 beansprucht und damit gehört uns die gesamte Karte. Jawohl, Clubaktion beendet. Und das, obwohl ich eigentlich die PlayStation, weil sie ein System, eine Softwareaktualisierung braucht, ein System-Upgrade,
gar nicht an, ans Netz angeschlossen habe. Ja, damit ich entsprechend ja, nicht nochmal eine halbe Stunde oder so warten muss, dass die PS4 sich updatet. Soll ja jetzt die PS4K kommen? Ob sie kommt oder nicht, ich weiß ja nicht. Sony hat sich ja nämlich, wenn man das so rein wirtschaftlich betrachtet, die haben halt schon eine riesen Grundlage an Nutzern und ich glaube nicht so wirklich, dass die sich hier entsprechend ihre Zielgruppe irgendwie aufsplitten und da so ein 4K-System raushauen, vor allem weil das 4K-System dann auch viel teurer sein dürfte. 4K ist kein kostengünstiger Spaß. Das ist sowas, was man selbst mit meinem PC nicht hinbekommt und der ist schon nicht schwach und ja, den habe ich mir halt auch vor ungefähr einem Jahr zusammengestellt und der kann eigentlich schon was. Und selbst damit wird 4K echt schwer. Also da muss man echt mal schauen, was an dem Gerücht dran ist. Ja, aber ich glaube, ich würde mir dann einfach auch eine holen, wenn die 4K PlayStation kommt. Weiß nicht, wäre einfach nice to have. Dann könnte man auch die Exklusivtitel entsprechend bei 4K oder so spielen. Oh oh, da kommt ein Beißfisch. Oder zumindest bei 60 FPS, wenn das dann später eingestellt wird. Ich würde am liebsten in Full HD und 60 FPS spielen, weil das hat meiner Meinung nach den besten Effekt. Oh Mann, es ist echt dunkel hier. Okay, ich mache nochmal ganz kurz einen Teleport hier hin. Und dann gucken wir, ob wir jetzt nicht vielleicht... Na, falsche Taste gedrückt. Ob wir jetzt nicht vielleicht doch nochmal so einen seltenen Beißfisch finden. Ich habe mir gerade überlegt, vielleicht wäre das Krokodil so ein Grund für die Beißfische hier nicht aufzutauchen. Da haben wir noch eins. An für sich sind die echt immer entspannt. Es sei denn, man kommt ihnen zu nahe. So, das Tier möchte ich jetzt aber doch noch mal fangen, ne? Das wäre schon ganz entspannt. Okay, gut, Leute, dann gucken wir nochmal hier oben hin. So, da. Da soll es ja auch Beißfische geben. Ist ja jetzt kein Einzelfall, dass die irgendwo auftauchen. Ist aber auch echt immer so, ne? Kaum brauchst du etwas, schon findest du es nicht mehr. Als wir damals einen richtigen Beißfisch gebraucht haben, kam keiner. Dann haben wir, glaube ich, 2 oder 3 von den seltenen erledigt. Und jetzt, wo wir die normalen nicht brauchen, sondern so einen seltenen, finden wir keinen seltenen. So, was haben wir hier eigentlich? Irgendein Sammelgegenstand. Aha. Oh, ein Ninja-Armband. Ja, 2 von 25. Easy. Oh, 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 oh. Was haben wir hier denn?
Bist du so ein Premium-Beißfisch? Nein, du bist nur so ein ganz stinknormaler Beißfisch. Vielleicht finden wir die Haut irgendwo in der Tasche hier. Hey! Du Pappnase! Macht euch mal auf! Was ich auch gelesen habe, das wäre auch eine coole Fähigkeit gewesen. Wenn der Wolf, den du hast, quasi als Katalysator für andere Wölfe gilt, sodass andere Wölfe sich dir quasi anschließen. Das wäre so geil, wenn du dann plötzlich 10 Wölfe hättest, die dann mit dir mitkämpfen. Ist auf jeden Fall eine geile Idee. Hätte man umsetzen können. Dann wäre der Wolf vielleicht das stärkste Tier im Spiel. Okay, mit einem Treffer getötet. Das ist also ein ganz normaler Beißfisch. So ein stinknormaler. So, und ich würde sagen, wir probieren es einfach noch einmal. Ansonsten probieren wir es beim nächsten Mal nochmal. Hi, Leute. Helft mir bei der Beißfischjagd. Wir finden die Viecher nicht. Also, die richtig coolen Beißfische. Hm. Nochmal zurück. Und nochmal hier entlang gehen. Da. Du bist doch sicher so ein cooles Tier und ziehst so eine fette Fahne hinter dir. Nein. Nö, der pupst nicht. Aber der möchte hier beißen. Oh, was haben wir hier? Irgendein anderes seltenes Tier. Warum reimt sich das? Warum ist das denn... Das ist kein seltenes Tier. Moment, was haben wir denn hier für ein seltenes Tier? Ein Panther, oder wie? Der hat Panther gesagt. Seltener schwarzer Jaguar. Ja, komm, mach dich ab. Oh. Ich glaube, das ist so ein seltenes Viech. Nein, ist es nicht. Nein. Mann. Ach, da. Da. Direkt daneben. Yes! Nice! Und damit hätten wir doch alles für das Dorf, oder? Hä, wie bitte? Das ist doch... Ah, okay, ich hab's nicht gemacht. Okay. Okay, gut. Perfekt. Und damit werden wir nächstes Mal ins Dorf zurückkehren. Alle werden super happy sein. Und wir haben dann vielleicht noch die ein oder andere Mission zu erledigen. Was ist mit dir los, Kollege? Entspann dich. Ja, und wir gucken nochmal ganz, ganz kurz hier auf die Werte. 434, also insgesamt auch ein ziemlich cooles Tier. Der Schneeblutwolf. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, dann im Dorf der Isila, nee, nicht der Isila, sondern der Vinja. Haut rein!